1818 Orga TV, hier sind wir wieder für euch und heute mit was ganz Besonderem. Klappt nicht, nochmal. Nee, wir warten mal. Aber die Glocke hat was ganz Besonderes zu bedeuten. Und zwar ist das nämlich eigentlich das Zeichen dafür, dass sich der gesamte Lehrstuhl über was ganz besonders Tolles freut. Und soll ich euch sagen, über was er sich freut? Über dieses wunderschöne Gerät, was da hinten ist. Schaut es euch an. Unser neues, ja, Mischpult. Herzblatt-Mischpult. Ein Traum, sage ich euch. Können wir mal... Ach, da sind ja sicher der Lehrstuhl. Mach mal rüber. Mach mal rüber da. Die schönsten Personen zuerst. Professor Scholz. Frau Dr. Müller. Frau Dr. Müller. Ja, unser neues Mischpult ist da. Ja, super. Ja. Ja. Ach, wie geil, deswegen auch die Glocke, nur als kleines Hintergrund, steht ja immer bei ihm in dem Büro, ne? Wollen Sie gerade wieder an ja, sich nehmen? Nehmen wir. So, normalerweise wird es nur für was genau. Wird es normalerweise benutzt? Kurz wenn sagen. Wir Buchpublikationen haben, neue Publikationen. Irgendwas Spannendes passiert ist. Irgendwas, wo sich der ganze Lehrstuhl genau, freut. Genau, dann wird das die ist Glocke wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön, da freuen wir uns alle. Mit was fangen wir denn an heute? Heute? Mit, ah ja, wir haben doch heute ein Essen spendiert bekommen. Ach, stimmt. Wir haben vom, leider nicht vom Lehrstuhl, aber das nächste Mal dann vielleicht, von unserem Orga-TV-Team genau. Ein Essen, ein Drei-Gänge-Menü. Wir sind sehr gespannt bis dahin, aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was die ganze Sendung für uns bereithält. Läuft das besser? Ja, Campus-Cooking ist heute angesagt. Sven war auf der Tour, war in der Mensa essen und erzählt euch heute was drüber. Ja, und zwar war da, dass ihr nicht reinspringt, da war der Patrick Gebhardt aus Hamburg und hat uns gezeigt, was er kocht und wie es aussieht. Und natürlich die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Genau. Seht ihr ganz zum Schluss unserer heutigen Sendung. Was ist Kampf? So, Sven. Ja, dann wollen wir doch mal anfangen mit unserer ersten Frage. Unsere erste Frage. Unsere erste Frage, die da wäre, welche? Genau. Dankeschön, willst du vorlesen? Ja, ich lese mal vor. Bin ich mal gespannt. Also, wie betrete ich ein feines Restaurant? Ja, das kann ich. Kriegst du das hin? Das kann ich. Pass mal auf, Fräulein. Ja, dann so, wollen wir doch mal üben. So, jetzt machen wir das mal richtig. So, jetzt machen wir erstmal die Tür zu, damit wir das auch alles schön machen können. So. Genau. Also, Fräulein, hack dich ein. Wo ist ja. So. So, Monsieur, mach mal vor. Die Dame. Dank dir. Hm. Also, oh, ach, mal wie schön der Tisch gedeckt ist. Oh, ja, ja, ja. Ich lese dich doch mal vor. So, kleiner so. Moment. Oh, das kriege ich gerade so hin, Sven. Ja. Hin. Ja, ja. Dann eben nicht. Dann nicht. So, dann müssen wir mal gucken mit meinem. Genau. Dankeschön. Ach. Sven, oh, das sieht nach einem Festmahl aus. Ein Riesenfestmahl, sag ich dir. Ach Gott, ist das sogar Quark und alles. Ich bin super. Ich bin komplett geflasht. Ich glaube, ich brauche jetzt gerade mal echt kurz, um mir das mal anzugucken. Guck mal, ist ja wirklich... Dankeschön sehr schon mal ans Team. Wer die gell, vielen Dank, ey. Das super, ist echt super prima, gemacht. Du. So, ich habe dich hinsetzen lassen. Das ja, war die Aufgabe. Kannst du mal bitte erstmal gucken, was der Herr Knigge dazu zu sagen hat? Ja, dann gucken wir jetzt erstmal. Genau, ob du es auch gut gemacht hast. Antwort 1, Freunde. Wir sind sehr, sehr gespannt. Die Spannung liegt in der Luft. So, ja, das ist aufgeteilt los. In Herr und Frau. Oder Dame, besser gesagt Dame. Entschuldigung. So. Ja. Also, er geht vor der Dame und hält ihr die Tür auf. Hast du gemacht? Falls die Dame Jacke oder Mantel trägt, hilft er ihr beim Abnehmen und hängt diese an der Garderobe auf. Habe ich nicht gemacht, aber hat sie auch nichts an. An. Okay. Ich rücke der Dame den Stuhl zurecht. Habe ich auch gemacht. Ja, das konnte ich halt gerade so selber, ne? Ach, komm, Emanzipation. So, also was hättest du tun müssen? Dem Herr das Vorgehen und Mantel abnehmen erlauben? Hätte ich, ja. Ja. Und die Dame wartet darauf, dass der Gastgeber den Platz zuweist. Also das kann man, da kann man sich drüber streiten. Ja.
Also ich finde, wir Frauen, wir sind emanzipiert genug, wir kriegen das auch so hin. Also ich finde, wenn man gerade in diesen feinen Dingen, da kann man sich schon mal an den Knigge halten. Auf jeden Fall hat der Herr Knigge mir zugestimmt. Ich wollte, wolltest nicht. Okay, dann... Es steht 1 zu... 0. 0. Für dich, Sven. Alles ja, klar. Ja, genau so Freu ist das. Freu dich nicht zu früh, sag genau ich so ist das. Genau so ist das. Okay, dann... was hast du diese Woche gemacht? Erzähl mal. Du, die Woche war ja total chaotisch. Ihr habt ja alle Seminar geschrieben, aber am Montag glücklich beendet. Ich freue mich für euch. Ja, ich freue mich für euch. Ja, was habe ich gemacht? Ich war am Montag bei dem Campus Cooking und habe mich da ein bisschen umgeguckt. Und ich muss sagen, es war sehr nett. Es war wirklich sehr nett. Wir haben auch schöne Filmchen dazu gemacht, wie ihr gerade schon in der Sendungsvorschau gesehen habt. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was das überhaupt ist, Campus Cooking, ja? Würde ich auch sagen. Alles klar. Film ab. Was ist Campus Cooking? Beim Campus Cooking touren Starköche durch die Unimensen in Deutschland. Welche Starköche? Stefan Wirz und Patrick Gebhardt. An welchen Universitäten? In Gelsenkirchen, Neubrode, Kaiserslautern, Regensburg, Trier, Mannheim, in Saarbrücken. Was ist denn nun Campus Cooking? Das Ziel des Campus Cooking ist es, den Mensa-Speiseplan aufzupeppen. Und natürlich gibt es zu gutem Essen auch ein gutes Motto. Was ist gutes Essen? Campus Cooking-Koch Stefan Wirz hat Essen so definiert. Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. Mit den richtigen Zutaten und ein bisschen Geschick bei der Zubereitung wird das Essen zum Genuss und damit zum kulturellen Ereignis. Das Motto? Das Motto lautet, Essen ist Kommunikation. Sven? Ja? Hier, wir haben heute jetzt schon unser Essen bekommen gerade. Mhm. Soll ich mal unser Menü vorlesen? Ich werde dir sehr verbunden. Ja, also Vorspeise, klare Gemüsesuppe nach Art des Hauses. Klar bis zum Tellerboden. Oder so, ja. Hauptgang ist Spaghetti Napoli. Oh, und, Napoleon. Und Nachspeise Pudding Spezial. Pudding Spezial. Flambé oder was? Da lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen. Sei mal nicht so neugierig, ne? Ja, hast du recht. Sollen wir gleich mal... Sollen wir mal Test hier? Ja. Oder Frage, genau. Machen wir jetzt die Frage. So. Herzlich willkommen bei Dr. Sommer. Jacqueline möchte gerne wissen... Nee, Quatsch. Tischmanieren. Klappe die erste. Ja. Haltung. Serviette, Brot, Suppe. So, das ist jetzt alles ganz schön, ist nur die Frage, was jetzt die Frage ist. Ich hoffe einfach mal, wir machen jetzt mal alles richtig. Ja. Okide, lass uns beginnen. Genau. Sagen wir mit, Nimm. So, toll. Sven? So. Fang schon mal an, gell? Ja, mach's selbst nicht. Das sind ja... Entschuldigung, wie viele Sterne hat eigentlich die Küche, Regie? Mm. 3! Ah, das bin ich so. Ja, Gott, das schmeckt schon mal gut. Das schmeckt schon mal super. So, dann werden wir mal loslegen. Ah. Also Sven, den Mund bitte zumachen, dann, gell? Zu was? Ach komm. Also. Sind nur 3 Sterne. Also gut, die klare Gemüsesuppe. Also ich finde, es schmeckt beides. Doch. Ja. Mhm. Sehr gut. Ob man das wohl auch so...
bestimmt, dass das ist. Ja, so. Unauffällig. Das sagst du. Was sagt der Knigge dazu? Ich glaube, es ist nicht so gut. Oh Gott, das sind ja zig Zettel. Ja, dann mach mal hier. Also Haltung, aufrecht sitzen. Haben wir beide gemacht. Ellenbogen nicht auf dem Tisch, haben wir auch beide. Haben wir nicht das gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht. Nicht mit der Tischdekoration spielen, Freunde. Das ist doch klar. Haben wir nicht gemacht. Essen wird zum Mund geführt, nicht... Ach ja. Ja, du warst eher gespalten, ne? Ja, ich bin eher so ins Essen reingefallen. Während des Haltens des Bestecks dürfen Handgelenk und Ellenbogen den Tellerrand nicht berühren. Mhm. Aber beide falsch gemacht. Oder? Okay, aber ich glaube, ich habe es aber mehr falsch gemacht als du. Naja, gut. Ja, Falten der Serviette auf halbe Größe auf den Schoß legen. Das hast du nicht gemacht gehabt. Jetzt hast du es, aber das... Ich hab's gemacht. Okay. Okay, ich hab's nicht richtig gemacht, aber ja, ich hab's probiert. So, mit der geschlossenen Seite nach oben auf den Schoße, das habe ich schon mal nicht gemacht. Wo sind wir? Da. So. Vor jedem Trinken zwischen dem Essen den Mund abtupfen. Boah. Das habe ich gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Das, sag mal, ja. Das wurde mir schon von klein auf beigebracht. Wirklich? Ja. Das, also wenn du in so einem Drei-Sterne-Hotel oder Restaurant essen gehst, das geht ja nicht. Na gut. Gut, ich gebe mich dir jetzt gut. Okay. So. Stück Brot von oben nehmen und auf den Brotteller legen. Sehr gut. Haben wir beide. Stück Brot abbrechen. Stück Butter mit Butter, Brotmesser, Kräuterquark auf abgebrochenes Stück Brot streichen. Ja. Haben wir beide fast richtig gemacht. Nee, du hast abgebissen vom Brot. Das stimmt. Falsch gemacht. Oh, falsch gemacht. Schon wieder. Minuspunkt. Yes. Na gut, und die Suppe, der Suppenteller bleibt auf dem Tisch stehen. Gut. Das. Auch nicht halbschräg anheben, nicht pusten, wenn es zu heiß ist, sondern warten. Na gut, es wäre eh lauwarm. Aber ab und zu lang. Gute Suppe. Mit vollem Mund ist. Ja, und, redet man ja, nicht? Das gehört zum normalen Verhalten dazu, das stimmt. So, ja. So, Sven, ich würde sagen, da bist du durchgefallen, oder? Okay. 1-1, ja. So. Steht unser Battle. So. Und jetzt wollen wir mal weitermachen. Mhm. Du warst doch unterwegs. Ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Genau. Wir wollen jetzt weitermachen mit Campus Cooking. Der Sven war für euch die Woche unterwegs und ne, zeigen wir jetzt mal. Ja, zeigen wir mal. Film ab. Freunde der gepflegten Fernsehunterhaltung, wir sind heute an der Mensa, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich schon am Gebäude, okay, ich verstehe es schon, wer länger hier ist. Und zwar gucken wir uns heute das sogenannte Campus Cooking an. Wer hätte das gedacht? Immens geil, das ist das, wo immer wieder die Leute kommen, also die Sterneköche, und uns bekochen wollen von T-Mobile. Und wir wollen uns das mal genauer angucken, nämlich in der Küche. Wir haben nämlich exklusive Drehgenehmigung, Freunde. Ist das nicht sensationell? Das schauen wir uns jetzt mal an. Komm mit. So, jetzt haben wir es in die Küche geschafft und ich sehe da schon mein erstes Opfer zum Interview. Und sind Sie ein bisschen aufgeregt? Ja, eigentlich schon. Ist mal was anderes zum Essen. Currywurst mit Tomaten, Erdbeersoße. Kennt man ja überhaupt gar nicht. Das stimmt, klingt ziemlich komisch. Wer macht das heute? Ich weiß nicht, wie er heißt. Herr Hype. Ja. Wie schön, Sie zu sehen. Schönen guten Tag. Servus. Sie kochen ja hier jetzt auch normal, ne? Als Chefkoch. Was ist denn jetzt anders bei dem Campus Cooking? Also ist das jetzt irgendwie eine besondere Herausforderung für Sie oder ist das einfach nur ein Tag wie jeder andere? Ja, natürlich ist das immer eine besondere Herausforderung, weil an dem Tag muss man einfach so ein bisschen die Produktion umstellen, schauen, was isst der Kunde gerne, weil dieses Campus Cooking ist halt was ganz Außergewöhnliches, wo ich weiß, dass viele Kunden hinkommen werden. Das heißt, wir haben ein bisschen den Speiseplan umgestellt, mussten ein paar Sachen verändern, einfach so diese kleinen Sachen, und natürlich ist es auch immer ganz toll, mal mit dem Herrn Gebhardt zu kochen. Was macht die Frau Perry? Macht das ja einwandfrei, macht das sehr gerne. Es ist halt einfach mal was ganz anderes. Wer ist die Frau Perry? Die Frau Perry ist unsere Bereichsköchin für diesen Bereich, die normalerweise jeden Bereich mitkocht. Und heute ist sie da, nur um dem Herrn Gebhardt zu assistieren. Herr Hype hat zu mir exquisit gesagt, Sie sind die Assistentin. Ach, gut, dann bin ich befördert worden unter der Hand. Was? OrgaTV macht's möglich, ne? Ich sehe das ganz normal als Hilfe und ja, macht Spaß, ist die Hauptsache. Und normalerweise kochen Sie selbst? Ja, sicher. Wollen Sie uns kurz erzählen, was Sie da machen? Wissen Sie, was es auf Saarländisch heißt? Ich weiß nicht, wie kann man sagen, auf Saarländisch. Also ich kenne nur Buletten, ist das richtig? Wie? Buletten. Nee?
Wir sehen und lernen, im Saarland heißt es weder Frikadelle noch Bulette, es heißt Hacksteak. Wie sieht's denn aus mit dem, was er uns jetzt heute kredenzt? Also, was macht er denn? Es gibt heute Currywurst mit Tomaten-Erdbeersoße und Curry-Strohkartoffeln dazu. Und es schmeckt. Also die Soße ist sehr lecker. Die ist ein bisschen fruchtig von der Erdbeere und von der Tomate und ein bisschen schärfer, weil grüner Pfeffer drin ist und Currypulver. Und zu der Wurst passt das mit Sicherheit sehr gut. Und die Curry-Strohkartoffeln, die sind halt auch gesalzen. Ne? Die gibt es halt an allen dazu. Was soll bitte Currywurst mit Erdbeer-Tomate-Curry-Soße sein? So, ich würde sagen, wir fragen jetzt mal einen Chef, weil also das können wir gar nicht vorstellen, was das sein soll. Curry, Tomate, Curry, Erdbeer, Apfel. Da ist der Chef. Hallo. Moin. Herr Gebhardt. Ja. Das soll jetzt die berühmt-berüchtigte Tomaten-Curry-Erdbeer-Apfel-Soße sein. Genau, die ist das. Die berühmt-berüchtigte Erdbeer-Currywurst-Soße, genau. Sensationell. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so ein Normalo-Gericht irgendwie. Wie sind Sie da drauf gekommen? Ja, wir wollten mal für diesen Flight, für den Campus-Flight im Sommer, mal ein bisschen was Frisches machen. Und das heißt also, diese Erdbeeren und die Äpfel, die bringen halt so diese frische, fruchtige Note noch mit in das Gericht. Ne? Und ist mal was anderes. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es riecht ein bisschen wie Bohle. Ja, man fühlt sich danach auch ein bisschen beschwipst. Ja. Ja, was haben Sie reingekippt? Nee, es ist, da ist jetzt nichts Besonderes dran. Wir haben Maracuja-Saft mit dran. Alkohol ist keiner dran, den braucht man vielleicht nachher. Schnaps oder so. Verdauungsschnäpschen ist ja immer gut, ne? Aber eigentlich sonst nichts. Also es ist schon eine schöne Geschichte. Wirklich was Frisches. War mir bis jetzt unbekannt, Ihnen auch? Mir auch, ja. Haben Sie schon probiert? Nein, habe ich schon nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass es gut schmeckt. Probe aufs Exempel. Ich bin extrem gespannt. Soße hier. Einfach nur einmal. Ja. Ansetzung rum. Und? Lecker, heiß. Scharf. Heiß. Super. Eigentlich so wie es sein muss. Super. Genau. Super. Ich habe eine Ananas erwischt, kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Was war's dann? Apfel und Erdbeere. Apfel und Erdbeere, aber die Wurst ist da auch schon drin? Nein. Die kommt erst nachher. Die kommt nachher erst, genau. Und die Strohkartoffeln, die es noch dazu gibt. Eigentlich faszinierend. Die klassische Kombi. Kartoffel, Currywurst. Also. Ich kenne Currywurst nur mit Fritten. Ja, da kommen dann so kleine Fritten dazu, also Mini-Fritten. Kartoffelfritten. Mikrofritten. Ja. Sind das da die Mikrofritten? Ja. Dürfen wir mal reingucken? Frau Perry. Ja, bitte. Was machen wir denn mit den Fritten da? Das sollen Mikrofritten sein, wird mir gerade erzählt. Das wäre Strohkartoffeln. Strohkartoffeln? Ja. Kann man die nicht auch als Mikrofritten bezeichnen? Naja. Das hat's gesagt. Echt? Ah ja, gut. Er hat schon irgendwo ein bisschen recht. Weil ja, die sind ja vom Schnitt her extrem klein und gleiche doch schon ziemlich der Pommes, ne? Die ersten Streber ist noch nicht mal 11:30 und schon stehen sie da wie die Geier. Ihr seid die Ersten, warum? Hätte ich auch gesagt. Jetzt ist ja also hier schon ziemlich heiß, ne? Also irgendwie. Entschuldigung. Wie komme ich denn am schnellsten nach draußen? Ich würde gerne mal eine quarzen. Daraus. Danke. Ist aber auch wirklich heiß da drin. Ja, das würde ich jetzt auch gerne machen, ehrlich gesagt. Aber wir sind erstmal beim Essen. Und weiter wir haben, geht's. Wir haben mittlerweile richtig Hunger gekriegt, deswegen gibt's jetzt gleich. Frage 3. Schieß los. Die wie folgt heißt. Tischmanierenklappe, die zweite. Spaghetti. Wie tue ich zwischendurch trinken? Und was mache ich, wenn der Teller leer ist? Was mache ich mit dem Besteck? So, fangen wir doch mal an. Los geht's. Mahlzeit. Oh, das sind aber jetzt kleine Portionen. Ja, das ist echt, das ist 5-Sterne-like. Oh. Ja, ihr hättet ruhig mal ein bisschen großzügiger zu uns sein können. Wir haben Hunger. Ja, müssen mal gucken, wie es geht. Mir war ein. Kennst du die Szene? Also, kennst du die Szene? Nee, was für eine Szene? Von L'Oreal. Oh.
Ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich Nudeln esse. Okay, also. Okay, aber. Ja, komm. Naja. Aber echt, pass auf. Also ich würde sagen, du hast das Spiel eindeutig verloren mit deinem Nasenzeug da, oder? Ich würde sagen, Spaghetti isst man so wie in Deutschland. Das ist, ja. So. Das mal geht gucken, irgendwie. Guck mal. Also ja. Ich... Mach du mal. Steht da jetzt irgendwas Besonderes drin? Irgendwas, womit wir gar nicht gerechnet hätten? Ja, bitte vorlesen. Der wahre Spaghetti-Freund benutzt nur die Gabel. Wie soll das gehen? Das ist... Verstehe ich auch nicht so, oder was? Guck mal, Sven, das geht doch auch. Da kommt also viel zu viel. Ja. Schon, das geht wirklich. Verdammt. Es geht, ja, aber. Schwierig, nee. Und wie würden wir das dann zum Schluss hinlegen? Ich würde es so machen. Also, ich mache es immer so. Besteck nach unten. Ah, du willst noch Nachschub haben. Ehrlich? Ja. Nee, jetzt. Doch, wenn du die Gabel zinken nach oben hast, willst du Nachschub haben. Aber ach, ist egal, Gott, wir haben ja beide alles falsch gemacht, von dem nach. Okay, dann. Ich würde sagen, keine Punkte. Was heißt das jetzt für uns? Immer noch 1-1. Super. Unentschieden 1-1. Okay, so gehen wir auseinander. Campus Cooking Teil 2. Genau. Ab sofort. In der Küche, ich würde sagen, jetzt fragen wir mal die Studenten, was die so vom Campus Cooking halten. Hallo. Hi. Was hältst du vom Campus Cooking? Ja, ich finde das sehr schlecht, dass sowas angeboten wird hier auf dem Campus. Ja, hat jeder was davon, denke ich. Ja, gehst du auch nachher hin? Nein, sie hat Geburtstag und grillt heute Abend, aber sonst ja. Sehr Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Ihr willst uns mal kurz erzählen, was du hier machst und vor allem, was das da so ist. Okay, TV. Also ich weiß ja nicht, wisst ihr das? Pass auf, wir sind hier vom Campus Cooking. Wir reisen mit einem ganz netten Auftragsteam von. Der Herr Gebhardt. Der Herr Gebhardt, richtig. Das hat schon gelernt. Bei dem waren wir schon und haben uns über das Curry, Tomaten, Erdbeer, Apfel Gericht informiert. Ja, pass auf. Also, wir verteilen erstmal diese schönen Speisekähnchen. Mhm. Und ich kann sehen, was es jeden Tag zu essen gibt. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass es noch ein Gewinnspiel gibt, was abgestempelt wird. Und man kann sogar 100 Euro Mensa-Gutschein gewinnen. Also, wenn ich jetzt fünfmal die Woche zum Campus Cooking komme. Ja, ein bisschen Werbung muss ja immer sein, ne? Ja, deswegen sind wir da, ne? Ja, natürlich. Warum willst denn du Campus Cooking jetzt essen? Keine Ahnung, ich habe den Rest gesehen und habe mir gedacht, so, okay, ist alles nicht gerade so mein Fall jetzt unbedingt. Dann das darf man doch nicht sagen, es ist alles viel zu gut. Sie konnte sich überhaupt nicht entscheiden, wollte sie sagen. Und dann habe ich mir gedacht, Tomaten-Erdbeersoße klingt ein bisschen komisch, probiere ich es einfach mal. Schmeckt der Hammer, sag ich dir. Wehe, wenn nicht. Sind Sie schon nervös, dass es auch schmeckt? Nee, deswegen bin ich nervös. Nee. Ja. Warum ne? Naja, weil ich das schon alles ein paar Mal gemacht habe. Ich mache das ja schon ein bisschen länger. Wie oft schon? Naja, wir sind jetzt 20 Städte, die wir gemacht haben. Und kochen tue ich ja schon seit mehr als 20 Jahren. Das ist einiges. Ne? Platzblatt. Ja. Du überlegst. Ja, ich überlege. Wo du isst. Wo ich esse. Warum? Weil ich nicht weiß, was ich esse. Aber es gibt ja nur eine einzige Möglichkeit heute. Da stehen mir zu viele Leute an. Ach Quatsch, das ist doch bis jetzt noch niemand. Ich muss doch noch gleich arbeiten. Warum stehst denn du bei B an und nicht beim Campus Cooking? Weil ich mir das, glaube ich, nicht schmeckt. Meinst du? Nee. Isst du kein Fleisch? Nein. Dann schmeckt es dir wirklich nicht. Frau Pur, was sagen Sie zum Essen, zum Campus Cooking heute vom Patrick Gebhardt? Wunderschön. Wunderbar. Sehr ansprechend aus. Wunderschön auf dem Teller, also fantastisch. Ich denke, dass das schon eine gute Wurst, alles schön gemacht ist, einwandfrei. Ich sehe Sie ziemlich oft an der Kasse. Machen Sie nur Kasse? Ja, ich bin nur an der Kasse tätig. Müsste ich mich quasi bei Ihnen zu Hause einladen, dass Sie mich bekochen? Ja, das würde ich auch machen. Ja, ganz einfach. Wann treffen wir uns? Dann machen wir einen Termin ab, wann ich frei habe und dann dürfen Sie kommen und ich mache Ihnen das, was Sie gerne essen möchten. Ess ruhig weiter. Ja, kein Problem. Mit vollem Mund spricht es sich besser. Das stimmt, ja. Wie schmeckt's dir? Oh, ich finde es eigentlich gut. Ist halt, ja, ist mal was anderes.
Nicht das normale Schnitzel mit Pommesgedöns. Genau, mal Frühstück zur Wurst ist mal, ja. Gesund. Kriegt man selten, genau. Da sind wir schon wieder. So, jetzt hast du das sensationelle Campus-Cooking-Gericht. Wie schmeckt's dir? Gut. Habe ich zu viel versprochen? Nein, auch wenn ich zugeben muss, ich habe es dir nicht geglaubt. Ich bin doch sehr glaubwürdig. Ja, gut, okay. Ja, jetzt erzähl du mal von deinem Eindruck, wie schmeckt's dir? Also ich find's klasse, es ist echt mal was anderes und schmeckt wirklich gut. Es schmeckt eigentlich ziemlich nur Erdbeer. Nur nach Erdbeere? Ja, und ein bisschen nur Curry. Aber nur ein bisschen? Ja. Findest du es zu lasch? Nee, ist ganz okay. Eigentlich sehr lecker und interessant. Interessant und lecker? Ja. Oder eher interessant als lecker? Eher interessant. Eher interessant, zu orientalisch? Fruchtig. Recht fruchtig, ja. Süß, recht süß. Ja, eher so ein Mädchenessen, ne? Keine Ahnung. Findest du auch, dass es nach Bohle riecht? Nach was? Bohle. Bohle? Bohle. Bohle, nee, mir habe ich das noch nicht gedacht. Es nee. Scheint zu schmecken. Wir würden es gerne selbst probieren. Geht da was? So, pass auf. Bitte sehr. Geil. Guten Appetit. Vielen Dank. Sag Bescheid, ob's gut war, ja? Also ich muss sagen, ich bin total begeistert. Vor allem diese Mikrofritten, ich sag's euch, traumhaft, wie röscht die, der Hammer. Und diese Erdbeeren, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe wirklich gedacht, ich esse Bohle. Aber als ich es jetzt gegessen habe, Hammer. Hat wirklich super geschmeckt. Großes Kompliment an Chefkoch. Und das werden wir jetzt auch mal sagen gehen. Ich hab's jetzt gegessen. Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Es war traumhaft. Das glaube ich Ihnen. Meinen Sie, Sie können es besser? Ne, das glaube ich nicht. Doch. Ich weiß es nicht. Ich glaube das schon. Ja, ja. Wir haben gegessen. Ja, und? Es war sehr gut. Sehr schön, haben wir beide Glück gehabt. Haben wir beide Glück gehabt. Ja. Sie dürfen wiederkommen. Das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie in Saarbrücken waren. Alles klar, ich bedanke mich. Ich bin ja noch ein bisschen hier. Ich bin eine ganze Woche hier und es wird auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ja, dann kommen wir die Tage wieder vorbei, ne? Also, wir sehen uns in Hamburg. Hamburg. Nicht vergessen, da... Bei Herrn Melzer. Nee, nicht bei Herrn Melzer. Nicht bei Herrn Melzer. Eigenes Restaurant. Bei Herrn Gebhardt, ja. Restaurant Filet of Soul. Filet of Soul in Hamburg. Wenn ihr das nächste Mal da seid, hingehen. Hallo. Herr Halb. Ja. Es war ein Traum. Ja, das war fantastisch. Finde ich auch. Ja, in der Küche ist immer der Chef der Gott. Wieder was gelernt. Genau. Also vielen Dank, dass wir hier sein durften. Kein Problem. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Demnächst. Jawohl. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. So, liebe Freunde der gepflegten Campus-Unterhaltung, das war's für heute vom Campus Cooking. Aber ihr habt ja zum Glück noch 2 Tage Zeit, nämlich Donnerstag und Freitag, euch das Essen hier einzuverleiben. Ich kann euch nur sagen, top, hat mir richtig gut geschmeckt. Auch der Herr Gebhardt hat sich sehr viel Mühe gegeben mit den neuen Kreationen, die er uns da gezeigt hat. Ich sag nur irgendwas mit Erdbeeren und Apfel und sowas, hätte ich mit Currywurst nie in Verbindung gebracht. Aber war richtig geil. Und wir wurden hier auch richtig toll aufgenommen. Und deswegen kann ich es nur weiterempfehlen. Die Mensa in Saarbrücken, top. Sven, du bist ja schon jetzt beim Dessert angelangt, ne? Schmeckt's dir? Ich hab gedacht, das dauert mir so lange. Ich hab echt Hunger. Ja, okay, dann guten Appetit, ne? Danke. Und das war's auch leider schon wieder für heute, Sven, ne? Mm. Also nächste Woche steht auf dem Plan, morgen findet eine Debatte statt, gell, über die Wiedereinführung. Genau, Wiedereinführung vom Diplom. Und dann wollen wir noch so einen Nachtrag machen zu Telekom, gell, warum die in der Mensa dieses Campus-Cooking machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist höchst interessant, weil die haben in meinen Augen zumindest ganz andere Absichten, als man so eigentlich denkt. Hm. Ja? Okay, dann nächste Woche und jetzt kommen noch die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Wir Tschüss. Wünschen euch Spaß. Und hier nun wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Wer von Vampiren nicht genug bekommt, für den startet am Donnerstag, den 12. Mai, Priest. Am Freitag, den 13. Mai, läuft in Saarbrücken Folgendes. Im Seven bittet der Hochadel zu Hof. Uni Royal, die Studentenparty für alle saarländischen Hochschulen, beginnt ab 23 Uhr. Studenten bekommen dabei 50% Rabatt auf Eintritt und Getränke. Best of gibt es für euch ab 23 Uhr in der Garage. Und im Nachtwerk ist Spring Break angesagt.
Der Partykult aus den USA beginnt um 22 Uhr. OrgaTV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.